Ihr hattet mich ja gefragt, ob ich noch mal ein Video von den pinken Stricken machen kann. Das tue ich hiermit. Ich kann die mit einem Panikhaken, mit einem Bullsnap oder ganz alternativ ohne diese Haken machen, so dass ihr hier ran machen könnt, was ihr wollt. Das Ende ist natürlich auch immer sehr, sehr unterschiedlich. Es könnte so aussehen, es könnte aber auch so aussehen. Oder ganz anders, dass ich das rund flechte unten oder mit einem Knoten oder mit einer anderen Farbe hier unten. Das ist mega unterschiedlich. Also da habt ihr wirklich auch freie Auswahl, wie euer pinker Strick aussehen könnte. Diese Stricke mache ich natürlich auch in anderen Farben. Also bis zu zwei Farben sind möglich, weil die sind relativ dick. Ich kann hier aber auch noch was Kleines einflechten, zum Beispiel so leuchtende Highlights oder eben diese Reflektoren. Das ist auch möglich.